meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Batman im Batmobil. Und da sind wir zurück zur Folge, weiß jetzt gar nicht, ich glaube 43, 44 wird es schon sein jetzt. Wir sind auf dem Weg zu Scarecrow, um Robin und Gordon zu retten. Nur noch, dass dieser Freak aus Metropolis hier reinschneit. Ja, ja. Wir haben jetzt mittlerweile alles erledigt. Wir gucken nochmal ganz kurz nach. Stopp. Wir gucken nochmal nach. 100%, 100%, 100, 100. Das ist die Gesamtzusammenfassung. 100, 100, 100. Riddler haben wir noch nicht erledigt. Da fehlen jetzt noch die ganzen Rätsel. Das werden wir ja, wie gesagt, offscreen machen. Und dann werde ich euch zeigen, wie der Bossfight aussieht gegen ihn. Und jetzt geht's zu Scarecrow. Also, wir werden sehen, was jetzt abgeht. Ich muss mal ganz kurz gucken, sind wir richtig? Ja, irgendwo hier wird das Lagerhaus sein. Hallo? Ach Gott, falschen Knopf gekommen. Weißt du, was das denn mit Autos macht? Ich will's nicht herausfinden. Nee, das solltest du auch nicht. So, hier ist das Depot. Und da gehen wir jetzt rein. Erledigt. Wir beide. Es gibt kein Zurück. Warum aufgeben? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Denk drüber nach. All die Köpfe zum Einschlagen und die Knochen zum Brechen. Es ist, als wäre das der tollste Vergnügungspark und du wolltest nicht auf die Achterbahn. Nee. Da wollen wir nicht hin. Oh. Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne und Batmans Leben vorüber ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird, sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue. Okay. Deiner Familie. Sie sind deine Schwäche. Verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist? Ohnmächtig, machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch und wir finden es raus. Na dann, hat der Joker noch was zu sagen? Nein. Gadget-Gürtel. Was da alles dran ist. Jetzt der Truck. Der Truck? So. Liefern wir uns jetzt Scarecrow aus. Jemand verfolgt ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Ich werde wohl etwas verpasst, Sir. Von wem reden Sie? Oh! Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Na bitte, die hast du. Der Albtraum ist fast vorüber. Und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen. Und bald wird es die ganze Welt sehen. Hey! Was war das denn? Hallo? Hallo? Okay. Komisch. Monarch Theater, Stage Door. Oh, Crime Alley. Alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Hier hat alles angefangen. Hier wurde Batman zu Batman. Okay, hier ist alles zu.
Okay. Na dann. Gehen wir mal rein. Hier ist auch alles zu. Hä? Okay. Hier liegen die toten Eltern von Bruce Wayne. Ich halte jetzt die Klappe. Ich denke, diesen Moment oder diese ganze Szenerie werden wir jetzt einfach mal stillschweigend erleben. So ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweggekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt hin. Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja, Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Okay. Wenn ich traurig bin, du hast dein Bestes gegeben. Manche Kämpfe kann man nicht gewinnen. Oh, ja. Diese Stadt braucht dich. Es wird perfekt. Dein Verstand, dein Körper. Nur das Beste von uns beiden. Was geht jetzt ab? Gott, wie viele kommen denn jetzt hier noch? Hallo? Habe ich dich jetzt? Du weißt, was zu tun ist. Oh lol. What? Aber es ist ja nur eine Illusion. Hä? Bist endlich ausgerastet. Was? Das war's mit der Kontenance. Und meinem Genick. Diesmal kannst du es nicht leugnen. Du hast den Verstand eines Killers. Und dieser Verstand ist meiner. Es ist vorbei, Bruce. Du hast die blutige Grenze überschritten. Und jetzt wird mich Scarecrow befreien. What? Okay, es geht zurück ins Asylum. Das ist schon ein bisschen offensichtlich, ne? Muss man ja sagen. Das kennen wir auch schon. Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre. Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen.
Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Los. Jetzt wird die Welt dein wahres Gesicht erkennen. Die Legende ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Worauf warten wir noch? Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Oh lol, ist Killer Croc. Muss ich dem recht stellen. Der sieht ja gut aus jetzt. Er hat 50 unserer Männer kalt gemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Oh. Na, Jungs. Leute, Leute, Leute. Es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben dich. Oh, Koppelpott. Stets grausam, aber nie gewieft. Croc, alter Junge, du solltest dich ducken. Hä? Oh, lol. Was geht denn jetzt ab? Ah ja. Alles klar. Okay. Schießbuden hier. Wie geil ist das denn? Eieieiei. Oh, ich würde sagen, das ist meine Verwüstung. Es macht so viel mehr Spaß, wenn ich die Hebel in der Hand habe. Okay. Wo seid ihr denn? Jungs! Jungs! Ich will doch nur reden! Darüber euch zu erschießen! Mit dieser Knarre! Okay, warte mal, ich muss das mit Tastatur machen, denn. Nicht schießen! Oh, doch schießen! Das konnte ich noch nie leiden, Koppelpott! Oh, schalten wir die jetzt alle aus? Eine Kreisel, Nigma? Nein, wie putzig. Du kannst hier nicht leben, Traus. Nicht nach dem, was du getan hast. Ich bin der Comeback-König, Clown-Fürst des Chaos, der Schalk des Schlachtens. Beende. Beende diesen Wahnsinn. Bitte. Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Holla, was ist denn hier in Gotham los?
Das passiert wohl, wenn Joker von Batman die Macht ergreift. Master Bruce ist fort. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod. Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Das hätte ich jetzt gerne gesehen, wenn der Bruce Wayne ist. Bleib deine Furcht. Ich bin wohl im Wohl. Hey, Bats, bist du noch da? Bats? Okay. Das gibt gleich einen Scare, einen Jumpscare. Boo. Taschenlampe anschalten. Ah, welch ein Spaß. Oh. Das Bild kennen wir doch. Zumindest so ähnlich. Was denn, spielen wir jetzt ein bisschen Ego-Shooter? Willst du mir irgendetwas sagen? Okay. Ich bin nicht tot. Ich bin lebendiger als eh und je. Alter, das ist ja echt creepy, sowas. Geil, kannst alles zerschießen hier. Natürlich cool. Alles klar. Können wir die Kämpfe noch zerschießen? Nein. Oh, Momentchen mal. Das da, das ist nicht mein Grab. Und nein, 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 das ist zu klein. Und über zu klein. Wo ist der Grabstein? Das ist. Aber sicher, ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sehr witzig, Bats. Aber das wird nicht passieren. Manche Witze sind wirklich geschmacklos. Ich habe zwei Gänge. Okay. Der hier ist. Alter. Siehst du, alter Junge, du bringst mich doch nicht ins Grab. Wow. Wow. Was ist denn hier los, Mann? Hallo? Können wir alles mal ein bisschen zerschroten hier. Was ist hier vorne los? Oh, hey, Harley. Harley? Das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gib's zu! Harley, hör auf zu heulen und zauber mir einen Leichenschmaus! Harley! Harley! Ich weiß, was du. Ich will mich nicht wieder umdrehen. Du und dein Toxin! Glaubst du, das macht mir Angst? In loving memory, the Joker. Oh, ich will mich nicht wieder umdrehen. Da kommt bestimmt wieder gleich so ein blöder Sack. So ein blöder Stein-Batman. Willkommen zum guten Abend, Gotham. Mit mir, Vicky Vale. Oh. Mit mir, Glenn Woodburn. Also, Glenn, heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein?
Entschuldigung, wer? Der Joker, erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen, der ist tot? Nein, nicht er. Vicky, helfen Sie mir auf die Sprünge. Wissen Sie was, es spielt keine Rolle. Oh lol. Harley Quinn and Riddler expecting first child. Des Weiteren wurde heute ein Museum über Batman und seinen Erzfeind, den Pinguin, auf Bleak Island eröffnet. Oh! Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich hier rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meinen Namen mit Blut schmieren. Ich werde ihn in jede Leiche ritzen. Was haben wir hier? Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Oh nein. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Hallo? Boah, Kacke. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind noch auf Arkham. Alter. Das ist jetzt nicht cool. Das ist jetzt gar nicht cool. Oh, ich will mich hier nicht einfach umdrehen. Ich finde dich. Hallo? Hallo? Zeig deine Visage. Oh nein, ich will nicht deine Visage sehen. Oh Gott, die Musik. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Keine Lust mehr, Bats. Ah, da ist schon wieder einer. Oh, kann die Musik bitte aufhören? Boah, wie sich die aufbaut. Oh lol, jetzt sind es schon zwei. Geh weg. Das wird immer mehr. Hallo? Hört es irgendwann auf? Warte mal, Arsch gegen die Wand, da passiert nicht so viel. Oh oh. Ey, der kommt doch gleich gesprungen, oder? Gott, wie viele sind das denn? Wenn ich mich jetzt umdrehe. Hallo? Wir zeigen, was wir noch machen. What the fuck? Alter Verwalter. Boah. Scheiße. Okay. Wo sind wir jetzt? Exit. Hallo? Alter Schwede, das ist ein bisschen unheimlich langsam. Das ist ein bisschen arg unheimlich. Okay, Exit. Na dann. Du hattest mir fast schon einen Schreck eingejagt. Mir. Vor was soll ich denn Angst haben? Okay, was ist das denn hier? Du hast Angst, zu Asche zu werden. Du hast Angst, vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Dank mir. Oh lol. Was geht mit dir ab? Hallo? Okay. Ah.
Rein mit dir da, rein mit dir da, rein mit dir da. Und weg. Leb wohl, Joker. Nein, Bruce, verlass mich nicht, bitte. Aber seine Augen sind immer noch grün. Jetzt nicht mehr. Okay. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Crane. Oh. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Oh. Hast du Angst vor deinen eigenen Scheiße oder was? Was ist los? Angst? Oh, das wollte ich schon immer mal tun, ne? Er ist stark. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt... Siehst du, wie es endet? Das beste Geschenk heute Nacht. Kaum zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Crane. Gewöhn dich dran. Es ist vorbei. Die Welt weiß Bescheid. Was nun? Jetzt könnte es erstmal wieder aufhören zu lecken wieder. Gotham braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Tja. Ich würde sagen, damit... haben wir soeben die Hauptstory bei Batman Arkham Knight durchgespielt. Es gibt noch genau eine Sache zu erledigen, und zwar Riddler. Die Geschichte, wie gesagt, werde ich offscreen machen. Und dann werden wir sehen, was
Okay, was geht jetzt ab? Ah, Countdown bis Nightfall. Aha. Ja, die einzige Mission, die noch fehlt, die hier drüben. Also, wir werden bald sehen, was das Nightfall-Protokoll bedeutet und ist. Aber die ganzen Rätsel, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht hier aufnehmen. Batman wird demaskiert, nimmt Scarecrow fest und ist immer noch da draußen. Nimm dir mal eine Nacht frei, du irrer, reicher Rächer. Mhm. Also, das werden wir alles in der nächsten Folge dann sehen, wie das Nightfall-Protokoll aussieht. Wird aber noch ein bisschen dauern, denke ich, bis ich die dann fertig habe. Wobei ich auch ein bisschen vorgefilmt habe. Das heißt, ich werde jetzt dann dementsprechend in der nächsten Zeit hier filmen. Nicht filmen, die Rätsel lösen. Die 200 Stück, die es noch sind. Nein, die 100 irgendwas Stück, die es noch sind. Wir haben sie, glaube ich, fast alle mittlerweile auf der Karte, wenn ich so gucke. Ne? Wenn ihr so schaut, die Map ist voll auf jeden Fall. Und dementsprechend, denke ich, sollte es relativ zügig gehen. Ja, und ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein richtig, jetzt machen wir erstmal ganz kurz hier Stopp, ein richtig geiles Finale, was die Story angeht. Wir haben den Joker aus unserem Kopf hinausgetrieben, aus unserem Blut, aus unseren Gedanken, haben dabei Scarecrow gefangen und ja, mal abgesehen von diesen verfickten Jumpscares, die es da noch gab, war das richtig, richtig geil inszeniert. Und es hat eine ganze Folge gedauert. Ich fand es extrem stark gemacht. Richtig, richtig cool. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann machen wir uns drauf und dran noch Riddler, den Garaus zu machen und das Nightfall-Protokoll einzuleiten. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.